Passt. Ja, willkommen zurück. LS17 jetzt in dem Fall. Mal was ganz anderes noch abends. Mir ist aufgefallen, ich zahle doch jeden da so viel. Unterhaltskosten und so. Ja, wie wäre es denn, wenn ich einfach mal die ganzen Fahrzeuge zur Reparatur bringe? Ich habe ja leider jetzt die Werkstatt nur am Hof, aber es ist mir auch zu blöd, noch eine zweite Werkstatt deswegen aufzubauen. Das heißt, im Moment fahren jetzt alle Fahrzeuge gerade mal an der Werkstatt vorbei. Oder sehr viele, die ich ständig benutze. Zum Beispiel auch der LKW hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Reparatur von dem schon eine Zeit lang her ist. Aha, fast 6.000 Euro. Da weißt du Bescheid. Und der hat auch schon über 1.000 Euro. Ja, da dürften die Unterhaltskosten ein wenig sinken heute Nacht. Na? Deswegen habe ich gesagt, los geht's. Alle erstmal einmal zur Brust nehmen und los geht's. Und das mache ich jetzt gerade. Ansonsten habe ich Feld 8 fertig besät. Feld 9 müsste jetzt noch fertig gedüngt werden. Das machen wir auch gleich mit Kompost. Dann haben wir eine Düngestufe schon drin und haben aber, sobald wir grubbern, gleich die zweite drin, weil wir da ja Jobstraw drauf haben. Was ich ja bei Feld 7 mindestens vergessen habe, oder bei Feld 8 sogar auch. Ich glaube, bei Feld 7 habe ich es vergessen, bei 8 nicht. Ja, das war ein bisschen blöd, was soll's. Oder andersrum, bei Feld 8 habe ich es vergessen, bei Feld 7 nicht, ja genau. Mhm. Genau so war es, sorry. Ich muss gerade noch mal ein bisschen überlegen. Ja, Feld 7 habe ich dran gedacht, Feld 8 nicht. Bei Feld 5 und Feld 6 ging es ja nicht, ist klar, weil da ja Stroh drauf war, was ich einfach abgefahren habe. Deswegen Feld 5 ist aber auch schon nachgedüngt, haben wir auch schon gemacht. Und jetzt warten wir eben auf das Reifwerden der Sonnenblumen, was so schnell wie ich das gerne hätte, leider nicht klappt. Das wird heute auf jeden Fall nichts mehr. Weil wenn das jetzt innerhalb der nächsten Minuten nicht reif ist, dann lassen wir die Nacht spulen. Beziehungsweise werden wir jetzt noch eine Stunde weiterarbeiten mit den ganzen Fahrzeugen. Und dann lassen wir spulen. Im Schnelldurchlauf. Dann geht es auch. So, der ist sogar schon repariert da, genau. Darf ich auch nicht vergessen, wer schon alles repariert ist. Ein paar habe ich vergessen. Bin ich drüber geswitcht. Ich habe einfach nicht mehr daran gedacht, dass da wahrscheinlich auch noch ein großes Problem ist. Dann können wir wenigstens ein bisschen die Unterhaltskosten drücken, weil das war ja pervers, was die teilweise gekostet haben. Aber ja, ist klar, wenn die ganze Zeit noch nicht repariert wurden effektiv, kostet es ganz schön Geld. Ja, das passt so. Ein Stück weiter vor und stehen bleiben. So, die ganzen Stapler, die sind mir relativ egal. Die kosten nicht viel, das ist egal. Den hier wäre wohl auch ganz gut mal zu reparieren. So, was ist eigentlich los? Ach so, ich sehe schon, was los ist. Der ist schon wieder voll, der hier. Müssen wir wieder abtanken erstmal, damit er weiterarbeiten kann. Ich denke die ganze Zeit, der ist doch grün. Wieso arbeitet denn der nicht? Wieso gehen da die Paletten nicht weg? Ja, deshalb. Ich hab's verstanden. Die Hackschnitzel sind voll. Mal gucken. Ansonsten ist gerade Mischration immer noch am Steigen. Schön. 6,88. Da können wir dann sogar mal ein bisschen was verkaufen heute Abend. Vielleicht sogar. Wäre durchaus eine Idee. Können wir überlegen, einen großen Gespann nehmen? Nö. Nö. 100.000 Liter reichen, wenn man da. Oioioi. Ja, wie gesagt, ansonsten müssten wir uns eigentlich auch noch um die ganzen Tierproduktion weiter kümmern. Also die, unten die Rindermastfarm und so müsste man nochmal machen, alles. Ja. Langsam nach und nach. Es geht mir darum, alles einmal am Laufen zu haben, ob das durchläuft. Ich glaube, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen egal. Muss ich nicht haben, dass es durchläuft. Und ich habe ja schon erwähnt, die W-Taste ist im Arsch, ne? In anderen Spielen habe ich das, glaube ich, erwähnt. Das sollte ich langsam auch mal reparieren. Naja. Aber
Reparieren wäre ja Standard, das wäre ja sinnvoll. Sinnvoll ist langweilig. Also der einfache Weg, was zu reparieren, nö, nö, wir quälen uns so durch. Ja, ich bin schon manchmal dämlich, egal. So, ah ja, der geht sogar, der kostet nur 2000, das ist in Ordnung. Was kostet der Cargo dann? Wahrscheinlich auch nur 500 oder so vielleicht. Na, nicht mal. 200. Gut, anscheinend habe ich bei dem schon mal dran gedacht oder so. Vielleicht. Kann sein. Aber ich glaube, den habe ich nicht viel kürzer als den. Hallo? Fahr mal zu. Als den anderen. So, jetzt ist auch gleichzeitig die Druckluft ein bisschen aufgefüllt, weil die füllt sich halt effektiv nur beim Fahren. Na, beim Leerlauf passiert halt nichts. Deswegen bringt mir das immer nichts. Manche Schlepper, die funktionieren so, aber gerade der MP4 hier, der Benz Actros, da ist es also so, dass man wirklich fahren muss. Ist ja an sich realistisch. Ist halt nur manchmal ein bisschen nervig. Gut. Unten hätten wir dann jetzt auch noch ein, zweimal so Bretterpaletten. Fertig am Sägewerk. Allerdings ist da wahrscheinlich schon wieder, ist da, sind da wahrscheinlich schon wieder keine Bäume drin. Mal gucken. Also Baumstämme, Holz, wie auch immer. Mal gucken. Aber hier, wie gesagt, meine Anpflanzung, die wächst ja. Ich denke mal noch 2 Tage, dann sind die so weit erntereif, dass sie was bringen. Warten wir noch 3 oder 4 und dann passt das schon. Und so lange machen wir einfach mal ein bisschen langsamer. Aber wie gesagt, die Produktion an sich laufen jetzt. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Rohmaterial herbringen, wie zum Beispiel noch ein paar Sonnenblumen, ein bisschen Raps, Mais, ja, Kartoffeln, um wieder weiterarbeiten zu können, effektiv. Und die anderen Zutaten, die lassen wir einfach mal Zutaten sein. Warte, ich lasse mal hier stehen. Bist auch repariert, so, dann hätten wir dich, ja, du wärst wahrscheinlich sogar auch noch wichtig. Weil du sowieso ziemlich im Arsch bist, du bist dann auch wichtig, um das Feld zu dreschen. Das heißt, du könntest dann da gleich hinfahren eigentlich, warum nicht? Schön. Ja, machen wir ein bisschen Reparaturfolge jetzt, ne? Gehört auch mal dazu und dann kann man eben einfach mal sehen. Ne, ist nicht nah genug dran. Ne, abkurbeln will ich nicht. Na, ich möchte reparieren, ja. So, danke. Okay, und jetzt kommt der Drescher selber dran. Ach du Scheiße, 13.000. Ja, also ich werde definitiv ein bisschen fallen vom Geld her. Dafür aber eben danach habe ich hoffentlich Ruhe. In dem Sinn, dass wieder effektiv funktioniert alles. Gut, dann fahren wir den gleich zu Feld 3 kommen. Weil das ist eben das nächste. Oder wir fahren ihn zumindest mal zum Händler. Wir haben Überbreiter, das ist kein Problem. Wir müssten natürlich unsere Warnleuchten anmachen vielleicht, ne? Es ist ja eine Erntesaison, damit müssen die anderen Verkehrsteilnehmer leben. So, jetzt überlege ich gerade. Oh, ist das tatsächlich noch reif geworden? Ach du Scheiße. Echt jetzt? Nein, doch nicht. Nee, nee, da ist noch grün dran. Nee, passt. Das wird wohl heute nichts mehr. Weil wenn es also um 10 was wird, ist es mir dann auch egal. Dann wird es nicht mehr gemacht. Dann wird es am nächsten Morgen gemacht. Gut, du kannst hier stehen bleiben, Kamerad. Dankeschön. So, dann hätten wir den hier. Auch den müssen wir jetzt endlich mal nach Hause bringen, sowieso. Und auch mal alles reparieren, weil das sieht genauso schlimm aus. Und wenn der 13.000 gekostet hat, dann mit der mit Sicherheit hier auch. Damit haben wir nämlich, glaube ich, ein bisschen mehr gearbeitet. Gut, ist dann so, ne? Vorsichtig hier rumfahren. Ja, aber ich denke, das bringt mir viel, wenn ich das jetzt mache, weil dann habe ich nicht diese horrenden Unterhaltskosten, die ich in letzter Zeit hatte, weil die waren ja teilweise, ich weiß nicht, bei knapp 100.000 oder was. Das war ja ekelhaft. Die Tierhaltungskosten, gut, die werde ich nicht drücken können, weil die Tierhaltungskosten, die machen sich ja vor allem daran aus, dass man eben misten muss, was man eben nicht muss im LS17. Original nicht. Es gibt ein oder zwei Karten, da geht es, da muss man misten. Da ist aber auch irgendwie was einzustellen, dass das funktioniert. Ich habe einen Oyster gesehen. Der musste wirklich den Mist aufsammeln. Das ging nicht automatisch. Das war aber cool. Vielleicht hast du dadurch auch was gespart. Weiß ich jetzt nicht. Gut. Ich sehe gerade, man könnte den Schneidwerkwagen zulassen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das brauche. Lassen wir mal gut sein. Dann hätte er ein Kennzeichen. Ja, von mir aus.
Das sind so Kinga-Lätzchen, das sind mir ein bisschen egal. Das ist alles ganz schön für einen Realismus, aber ist nicht zwingend notwendig. So, nächstes Großfahrzeug, was mit Sicherheit gut was kostet. Bin gespannt, was das kostet. Schauen wir mal. Problem ist, ich weiß nicht, ob der das Schneidwerk auch erkennt oder ob er das nicht erkennt. Das war aber nicht schlimm, das Schneidwerk. Das waren gerade 500 oder was bei dem Capello Casa, ne? Also sind es hier vielleicht 1000. Aber vielleicht nicht mehr. Das wäre ganz gut. Ich glaube, also das Schlimme wird der Drescher sein einfach. Na? Nee. Nee. Schläuche ankuppeln? Echt jetzt? Wo? Ach da, tatsächlich. Der hat auch eine Stromverbindung. Ist ja putzelig. Ja, ist wirklich schlecht, ne? Kann man machen. Aber bringt mir jetzt gerade irgendwie nix. Ich will nämlich eigentlich den Drescher reparieren. Wieso geht das nicht? Aha, jetzt. Leguan reparieren, bla bla. Jawohl. 7000 hat das hier gekostet. Gut, jetzt hat er eine registriert. Jetzt ist die Frage, registriert er hier das Schneidwerk oder den Schneidwerkswagen? Das ist der Leguan Quattro, der Schneidwerkswagen. Ah, man kommt aber auch an das. Okay, sehr gut. Ja, wie gesagt, das war jetzt nicht so viel. Das ist okay. Das Schlimmste sind einfach die Drescher. 7000 bis. Ja, der eine war jetzt fast 14.000, der andere. Das ist schon krass. Auch der eine Schlepper, der ständig im Einsatz ist, hat ziemlich viel gekostet. Das ist halt nur mal so. So, weiter geht's. Dich lasse ich hier stehen. Erstmal. Das hätten wir jetzt. Dich hätten wir noch. Du könntest dann sowieso mal hergehen. Ja, wie gesagt, da wird jetzt wahrscheinlich dann irgendwie das Rohmaterial nachlassen. Ist mir aber jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen egal. Wasser ist noch okay, habe ich gerade gesehen. Und wenn der Rest des Futters auch nur so vom Verbrauch her ist, kann ich mitleben. Mal gucken, reicht es bis morgen? Jetzt schauen wir halt mal schnell. Hoppala. Einmal aus dem Stand rausgesprungen fast. Ah, hier. Nee, das ist ja die andere. Das ist jetzt der zweite Stall. Ich brauche ja den ersten. Hier. Ja, wir haben alles über 90%, nur das Mischfutter nicht. Das ist ja für 80, aber das ist okay, Mann. Und wir haben hier schon wieder Output Rinder. 68 Stück sind schon wieder da. Und langsam ist auch merklich Gülle und Mist da. Ja, komm. Bisschen Mischfutter rein wäre gut. Vielleicht sollten wir das sogar rotzfrech. Ach, der hat sogar zwei Hänger. Ja, erstmal verkaufen wir. Aber vielleicht sollten wir da nochmal Mischfutter sogar nochmal reinmachen. Der Rest ist okay. Das ist in Ordnung. Mischfutter haben wir halt zwei Produktionen, von daher ist es kein großes Problem, da ranzukommen. Silage und so weiter ist alles noch gut. Ich müsste halt nur auch mal wieder morgen ein bisschen Gras schneiden, damit ich wieder in dem Hochsilo Silage produzieren kann. Wäre sinnvoll. Den reparieren wäre vorher vielleicht auch ganz gut, weil ich glaube, der fährt auch ständig hin und her. Vielleicht sollte ich das sogar machen. Erstmal mit dem auch noch beim Reparaturdingsbums vorbeifahren. Ich habe halt im Moment nur eine Werkstatt. Es wäre vielleicht gut, beim Rinderhof eine zweite zu machen. Und vielleicht sogar bei der Haupt-BGA, was in meinem Fall wohl die BGA aus wird. Die ist halt schön groß, deshalb meine Haupt-BGA. Da vielleicht sogar auch unten beim Sägewerk vielleicht es wäre schon ganz sinnvoll, noch ein paar Werkstätten hinzustellen. Aber erstmal möchte ich sicher Geld haben. Das heißt, wir werden jetzt erstmal das nicht in Angriff nehmen. Zeitung und Verpackung müsste ich auch ein bisschen haben eigentlich. Weil da sind alle Rohmaterialien drin. Müsste auch ein bisschen was produziert werden. Effektiv wäre natürlich im Moment Zeitung, weil das natürlich gerade gut ist. Ne? Immer noch bei 100%. Ja. 1500 pro 1000 Tonnen. Ja. Eine Palette hat 5000, glaube ich. Also da geht's. Hoppala, da geht schon was. Ne?
Wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Tanken wäre auch ganz gut für den, aber naja, es ist ein. Ja, er hat noch ein Drittel Sprit, ist okay. Zum Hin- und Herfahren reicht's, er soll ja nicht arbeiten. Er hat ja nicht so viel Verbrauch. Jetzt haben wir Lohnzahlungen, jawohl. Von mir aus. Die sind ja eh schon abgezogen, die haben wir nur jetzt nochmal als Übersicht, wie viel es eben im Laufe der letzten Stunde war. Das wird ja eh während der Arbeit abgezogen. Ja, vielleicht sollte man überlegen, sich doch noch einen Windpark hinzustellen oder einen Solarpark. Muss man mal gucken. Auch den hier müsste ich reparieren. Der andere, der gerade an der Tanke steht, müsste repariert werden. Auch es gibt noch so viele Sachen, die alle repariert werden müssen, weil die im Dauereinsatz waren und einfach total kaputt sind. Und ich habe da nicht dran gedacht. Ne? Ich wundere mich, was ich so viele Kosten habe jeden Tag. Ja, genau deshalb habe ich so viele. Ja, 4000. Und das ist nur ein Fahrzeug, was hin und her fährt. Mehr macht der nicht. Ne? Ist schon heftig. Na? Ach den? Darf ich nicht, oder was? Echt jetzt? Ist mich verscheißern? Ist er nicht nah genug dran? Wir probieren es noch einmal. Wenn nicht, dann eben nicht. Ja, anscheinend ist er nicht nah genug dran. Ja gut, aber das waren jetzt auch nur 100 noch was irgendwas. Das ist verschmerzbar. Das ist okay. Ich denke, das Wichtigste ist echt, erstmal die Geräte hinkriegen. Ja, komm, fahr zu. So, dann geht's zur großen Mischfutterstation. Weil da ist eine Million drin oder so. Als Output. Und ich glaube auch irgendwie im Input ist relativ viel drin. So 500, 600.000, ich weiß es gar nicht mehr. Sogar noch mehr. Also das passt, da holen wir uns das raus. Ist nämlich eh voll. Die ursprüngliche, das ist die allererste ursprüngliche Mischfutterstation, die es ja auch schon auf der Standardkarte gibt und gab und wie auch immer. Jetzt auch im LS19 übrigens, allerdings halt alles frei beiliegend. Man muss sich selbst platzieren, weil man ja den ganzen Hof selbst platziert. Ist an sich ja gar nicht mal so verkehrt. Man kann eben selber bestimmen, wie es laufen soll. Ja, muss mal gucken. Muss ich mir alles mal anschauen, was ich da machen will und was ich nicht machen will. Ich glaube, zu verkaufen wäre es gerade bei der Raiffeisen, ist natürlich praktisch, ist direkt gegenüber. Und dann können wir nochmal aufladen und dann können wir es unten hinbringen zu den Viechern. Beziehungsweise, glaube ich, zum Haupthof wäre auch durchaus eine Idee. So, und zwar, es steigt immer noch. Wer ist bei Raiffeisen? Ja, dann würde ich ja sogar noch steigen lassen. Dann machen wir gleich noch beide Hänger voll und warten noch, bis es gar nicht mehr steigt. Das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Gefällt mir gerade. Ja, es sind natürlich unrealistische Hänger, ist klar, ne? Mit den 100.000 Litern. So, und da sollten wir auch die Plane schließen. Ne, die nicht. Müssen wir durch den richtigen auswählen. So, weiter geht's. So, jetzt machen wir den zweiten voll. Können so lange mal stehen bleiben. So, den müssen wir genauso reparieren eigentlich. Also im Endeffekt heute große Reparatur. Das nützt alles nichts. Wenn wir da mal Ruhe haben, langsam wird es auch dunkel. Aber tatsächlich auch draußen. Ja, ich gehe gleich arbeiten. Ganz schön, heute ist sau spät. Naja, was soll's. Den Sonntag dafür da ganz, ganz angenehm. Und dann werden wir mal in die Frühschicht gehen. Also erstmal noch ein bisschen Nachtschicht bis nächste Woche. Das Rock im Park Scheiß und was, ne? Und dann, der kostet auch 4000. Was? Ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt nichts abkuppeln. So. So, jetzt den Wagen, wenn das geht, bitte. Nein, geht nicht. Warum geht es schon wieder nicht? Was ist denn das für ein Quatsch? Ist der nicht beschädigt oder ist der echt nicht genug dran?
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass der nicht beschädigt ist, aber okay, dann, ja, passt schon. Lassen wir das. Gehen wir davon aus, dass der gut genug ist, kann ja sein. Wichtig sind wahrscheinlich echt tatsächlich die Arbeitsgeräte, die großen, die Schlepper und so. Die anderen Sachen sind ja eigentlich in Ordnung. So, du kannst hier stehen bleiben. Du standest, glaube ich, auch hier irgendwo. Ja, dann du bist natürlich ganz wichtig, weil du bist im Dauereinsatz gewesen. Ich möchte nicht wissen, was du jetzt noch kostest. Na? Ich wollte gerade sagen, habe ich dich jetzt festgehakt oder was? Das wäre es ja auch noch gewesen. Ja, du bist der große 89er, ne? Ich habe ja noch einen 800er oder was, 800er Baureihe und das ist der große und dann habe ich noch den Krone Big X. Aber ich glaube in der 1000 noch was Variante, also auch noch relativ groß. Und dann bin ich ja gespannt. Also wie gesagt, das hier wird eh nichts mehr. Wir sehen es ja, es ist schon 28 Uhr. Das mache ich also morgen, die Sonnenblumen. Weiter düngen werden wir wohl auch nicht mehr müssen. Feld 5 ist gedüngt, das nächste wäre Feld 6. Feld 7 ist sowieso komplett gedüngt, weil da habe ich eben dran gedacht. Feld 8 nicht, aber das habe ich auch gerade erst besät. Feld 9 werden wir erst morgen früh besäen, genauso wie Feld 10. Feld 9 werden wir jetzt noch fertig düngen. Das mache ich jetzt heute Abend noch, gleich jetzt. Ja. Sobald ich dann bei dem Fahrzeug bin. Habe gerade gefüllt mit Kompost. Und dann werden wir uns das weiter anschauen. Eigentlich müssen wir langsam mit Licht fahren. Ist schon ganz schön duster. So. Hoppala. Da komme ich gerade so durch. Okay. Na gut, dann würde ich aber sagen, mache ich hier Schluss. Ich sag hoppala. Ne, hoppala sage ich nicht, das sage ich aber. Ich sage danke fürs Zuschauen. Gerne eine Bewertung da lassen. Ein Kommentar. Nächster Tag dann vielleicht mal wieder ein bisschen Geld verdienen. Fast 9000, ja. Da ist es in Ordnung. Den Fliegel hier. Jawohl. City of Vaskis. Okay, los. Ja, gerne Bewertung, gerne Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Tag. Hoffentlich endlich wieder beim Geld verdienen. Auf jeden Fall bei der Sonnenblumenernte, was dann Speiseöl wird. Was ist denn hier los? Dann noch ein bisschen Speiseöl in die Kartoffelfabrik fahren vielleicht, wobei das da relativ gut aussieht. Da würde ich jetzt glatt demnächst, vielleicht gleich morgen früh, ein paar fertig gewaschene Kartoffeln reinballern. Dann kann die Kartoffelfabrik das erste Mal arbeiten. Wir sehen uns.